und ihr könnt dabei sein. Magnolias on Tour! Hallo, wir sind eben gerade noch in Maastricht in Holland unterwegs und werden gleich nach Hause zurück nach Deutschland fahren und werden euch dann unsere Roadtrip Essentials präsentieren. Wir waren jetzt eben in so einem Bio-Supermarkt und jetzt wollen wir noch mal in so einen anderen gehen, wo wir vielleicht noch ein paar mehr Sachen finden, die wir dann auf der Heimfahrt essen können. Und auch bei HEMA und haben da ein paar Sachen für unseren Roadtrip besorgt. Die werden wir euch jetzt zeigen. Ich habe hier zuerst mal so einen kleinen pinken Taschenspiegel und auch so eine Haarbürste, weil ich finde, unterwegs kann man immer mal schauen, wie man aussieht, wie die Haare sitzen, kann sie dann auch noch mal durchbürsten, kann sich nachpudern. Und ja, ich finde, das gehört immer in so eine Roadtrip-Tasche. Also ich muss immer Kaugummis dabei haben. Ihr wisst ja, Autofahrten sind ja total langweilig. Und ja, ich bin immer noch so kindlich. Ich muss immer Kaugummis kauen, um mich ein bisschen abzulenken. Und ja, die hier sind von HEMA und die schmecken nach Menthol Mint. Dann muss ich noch natürlich ein Puder dabei haben. Ich glänze sehr schnell und dann, wenn man zum Beispiel angekommen ist, will man ja nicht scheiße aussehen. Deswegen habe ich hier ein Mattifying Puder gekauft. Unbedingt bei HEMA, wenn ihr dunkelhäutig seid, dann könnt ihr super Schminke ergattern in unserer Hautfarbe, also und auch noch günstig. Okay, dann habe ich noch was zum Snacken. Ich habe hier 4 Äpfel gekauft. Man muss ja nicht immer Pommes essen. Ich habe hier noch 2 weitere Snacksachen dabei und zwar einmal hier so Trockenfrüchte. Das ist ein Cranberry Mix und da sind auch ein paar Nüsse dabei. Das ist ganz praktisch, weil da wirklich alle möglichen Nährstoffe drin sind. Und dann hier noch einmal die süßere Variante mit weißer Schokolade. Dann habe ich hier noch 2 weitere Pflegesachen und zwar einmal ein kleines Deo, was wirklich sehr praktisch ist. Das hat keine Aluminiumsalze und zwar ist es das von CD in dem Duft Wasserlilie. Und dann habe ich hier noch eine Sache, die wahrscheinlich auch für sehr viele von euch wichtig ist. Und zwar ist es ein Handgel, was leicht desinfizierend ist. Vor allen Dingen, wenn man lange unterwegs war und sich dann irgendwie im Gesicht rumfummelt, dann ist es besser, einmal das Handgel davor nochmal zu benutzen. Ein weiterer Snack, den ich euch noch für lange Autofahrten empfehle, würde, sind hier diese Biscuits von Kellogg's. Die sind gefüllt mit so einer Erdbeercreme. Die sind wirklich sehr, sehr lecker und ihr könnt die einfach zwischendurch ein bisschen snacken und die sättigen dann auch ein bisschen und deswegen würde ich die auch auf jeden Fall mal mitnehmen. Für die meisten ist natürlich auch Musik ganz wichtig und deswegen würde ich immer ein paar Kopfhörer mitnehmen, damit man zwischendurch einfach immer ein bisschen Musik hören kann und dann ist die Autofahrt auch nicht ganz so langweilig. Das waren jetzt unsere Roadtrip Essentials. Uns würde noch mal sehr interessieren, was ihr denn unbedingt in eurer Tasche haben müsst, wenn ihr lange Auto fahrt. Hier unten verlinken wir euch jetzt noch mal 2 andere Videos von diesem Kanal. Und wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss.